Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Grüß Gott und Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 im glorreichen Österreich. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und im letzten Teil haben wir Böhmen annektiert. Und wir sind momentan eigentlich ganz gut unterwegs. Wir haben eine weitere Goldprovinz gekriegt. Leider hat die gar nicht so viel... Produktion. Die Integration von Böhmen hat relativ viel diplomatische Machtpunkte gefuttert. Da sind wir jetzt momentan ein bisschen hinter der Zeit zurück. Also müssen wir gucken, dass wir hier bald wieder aufholen. In allen anderen Bereichen sind wir aber erstmal noch locker der Zeit voraus. Ich habe noch keine weitere Entwicklung gefördert. Da warten wir auch noch ein bisschen. Ich wollte jetzt mal gerade checken, ob das hier... Wie weit denn hier schon die Institution fortgeschritten ist? 1,41, 1,41. Dann können wir nämlich hier mal hingehen. Und hier können wir nämlich mal gerade die Erlasse rausnehmen. Dann machen wir ein bisschen mehr Kohle. Da sind erstmal keine Erlasse drin, ne? Okay, haben wir hier irgendwo Provinzen, die wir... Nein, also wir könnten halt... Ja, vielleicht holen wir uns irgendwann noch Olmütz oder so, damit wir hier... Ja, ich weiß, ja, also ist jetzt auch nicht so wild, ne? Aber damit wir es konvertieren können, sobald die keinen religiösen Eifer mehr haben. Vielleicht macht Mähren das auch von selbst, ist ja ein neuer Kurfürst, ne? Ja, machen wir erstmal ganz entspannt. Wir haben noch Provinzen, die wir dem Reich hinzufügen können. Da warten wir noch ein bisschen. Und, also es ist so, wir haben noch ein bisschen bis zum ewigen Landfrieden. Den will ich auf jeden Fall gerne haben, solange wir noch einige Reichsfürsten haben. Also es müssen... Es müssen nicht unbedingt 70 sein, aber so 60 Mitgliedstaaten wären halt schon cool, ne? Also wir müssen schauen, dass wir irgendwo nochmal ein bisschen was, befreien hier. Wir wollten einen Krieg gegen Anhalt noch führen. Solange wir da noch unseren Kriegsgrund haben, da können wir Thüringen freilassen, da können wir Sachsen freilassen und genau. Ja. Das Ding ist wahrscheinlich nur... Ich muss schauen, wie ich das geschickt mache, dass hier Anhalt selbst nicht untergeht. Aber ich glaube, da Leipzig ihre Hauptstadt ist, würden sie die wahrscheinlich auch noch behalten. Dann hatte ich mir überlegt, noch einen Krieg gegen Pommern zu führen. Pommern insofern nochmal eine interessante Option, weil wir da Brandenburg ein paar Provinzen zurückgeben können. Und dann würden die uns sicherlich auch wählen. Wir sehen hier übrigens... Die ausufernden Ansprüche von Dänemark, die also hier gierig auf das Reich blicken. Und da müssen wir uns auf jeden Fall auch noch drum kümmern. Hier den aus dem Hennegau, den holen wir jetzt erstmal zurück. Und versuchen gleich mal unseren Krieg gegenüber Anhalt ins Werk zu setzen. Oder wollte ich noch was anderes machen? Was wollte ich denn hier machen? Ah, ich wollte erstmal diese Revolte da in England niederschlagen, ne? Das war ein Punkt. Und dann kümmern wir uns auf jeden Fall auch noch um die Mamelucken, weil wir ja auch viele Admin-Punkte momentan über haben. Wir sind ja auch in der administrativen Technologie der Zeit deutlich voraus. Und was könnten wir da besser machen, als so ein paar billige Provinzen erobern, ne? Also im Idealfall hier so von so ein paar Dödeln. Wir müssen halt ein bisschen, also und am besten natürlich halt sunnitische Provinzen, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel aggressive Expansion fressen. Das ist sicherlich auch noch eine Sache. Wir erklären vielleicht noch Dänemark den Krieg. Können wir wohl auch noch machen. Bei Schweden müssen wir mal gucken. Schweden wird das natürlich nicht so gut finden, wenn wir hier so weit ausgreifen. Aber Dänemark natürlich nochmal hier auch als ketzerische Nation sicherlich gut. Hier zum Beispiel Bornholm, guter Stützpunkt für uns. Wenn wir den kriegen, wäre sicherlich noch nett. Und dann... Norwegen ist wieder katholisch. Interessant. Dänemark, Mecklenburg und Verden verbündet, ja. Vielleicht nehmen wir dann doch Schottland. Das sind ganz gute Provinzen halt, ne? Könnte man sie ansonsten... Ja, Inverness würde ich nicht so gern freilassen wollen. Aber hier so Sutherland und... die äußeren Hebriden mit Orkney zusammen. Eine ganz coole Option, glaube ich. Wir werden aber nicht in die Gunstsituation kommen, dass wir auf Desmond noch einen Anspruch fingieren können.
Das wird dann erst der Fall sein, wenn wir England erobert haben oder integriert haben, ne? Müssen wir ja korrekterweise sagen. Haben wir neue Missionen gekriegt? Was ist jetzt Salzburg frei von der Smilerei? Integriert Byzanz. Okay, gut, alles nochmal Käse. Wir werden wahrscheinlich gleich noch Byzanz ein paar Provinzen hinzufügen können, nämlich dann, wenn diese bulgarischen Nationalisten hier ihre Unabhängigkeit erlangt haben. Das fände ich doch sehr gut. So. Ja, die Osmanen müssen wir auf jeden Fall platt machen, ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Die sind nach wie vor einfach viel zu groß und zu mächtig. Wir sind ja hier auch so ein bisschen der Bully in Europa, ne? Wir schubsen alle Nationen rum, wie es uns passt, und versuchen die ansonsten in unseren Staat zu integrieren. Auch das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich würde gerne hier nochmal unsere Beziehungen mit Kastilien auch freundlich stellen. Mit Portugal sind wir ja sogar verbündet. Das sicherlich auch noch ganz gut. Ja, vielleicht expandieren wir doch noch in die Maghreb-Staaten. Einfach nur, damit wir die Plünderungen loswerden. Waffenstillstände haben wir hier auch noch. Da müssen wir also erstmal noch ein bisschen abwarten. Und ich würde ganz gerne irgendwann noch hier einen Krieg gegen Neapel führen. Die mögen uns zwar, aber ich mag Neapel hier jetzt nicht so, weil die halten noch eine Reichsprovinz. Und ich habe noch einen Reichsbann-Kriegsgrund gegen die. Ja, also das ist sicherlich auch noch was, was wir zu tun haben. Die Galeeren bleiben mal hier unten. Ich lasse sie hier auch nicht patrouillieren, weil die sonst Verschleiß kriegen. Also guck mal, du hast schon wieder Krieg mit den Mamas. Und du besetzt gerade die Hauptstadt. Da sollen wir vielleicht mal gerade checken. Da sollen wir vielleicht mal gerade was überprüfen. Warte mal, wie viele Truppen haben die Mamelucken denn noch? AIJKL, Mamelucken 9. Da machen wir nämlich mal gerade eine kleine Planänderung. So, da sind wir zwar überm Limit wahrscheinlich, aber macht nix. Ich werde Byzanz nicht heiraten. Immer noch nicht. Nein, danke. Schiffchen. Oh fuck. Du meinst das nicht ernst, Spiel, ne? Das ist ja echt assi. Da haben sich diese dreckigen ajuranischen Rebellen jetzt entschlossen, umzudrehen, ne? Ey, das kann echt nicht wahr sein. Das ist ja mal asozial. Keine Verbündeten zu rufen. Habe ich einen mit viel Manöverpunkten? Du hast viel Manöverpunkte. Langt aber nicht, um abzuhauen. 24. Januar, wann kommst du an? Am 21. Ey, wie schnell sind denn die? Der hat drei Manöverpunkte. Ja, egal, dann mach den Typ mal platt, dann ist das Spiel glücklich und ich kriege einen Anfall. Gucken mal. Ich finde das aber ganz gut, wenn ihr nicht über Suez lauft. Weil da läuft ja der Typ gleich lang, ne? Das ist ätzend, ey. Mann, Mann, Mann. Hol ich mir Kriegssteuern? Der Krieg wird nicht so lange dauern, ne? Ich glaube, ich senke nochmal gerade die Inflation. Ja. Danke, Spiel. Super. Also dann, nächster Versuch. Hier noch ein. Unser Autonomie-Erhöht-Modifikator ist ausgelaufen. Schlechte Reputation ist ausgelaufen. Na, Halleluja. Sehr, sehr wichtig. Übertragung, Blockade, Einfluss. Alles jetzt eigentlich relativ
Käsig, Resistenz gegen Reformation brauchen wir natürlich nicht. Dann nehmen wir die Übertragung der Handelsmacht. Dann können wir uns hier auf dem Sine ja auch noch eine Terz hier holen und dann bin ich da auch noch mal ein bisschen glücklicher. Dann packst du mir hier mal bitte noch den Typen mit den Manöverpunkten rein. Wir brauchen hier einen, der belagern kann. Weil nur bevor Tunesien sich jetzt hier alles von denen unter den Nagel reißt, versuche ich nämlich gerade noch mal was anderes. Pass auf, schick die mal gerade hier hin. Ich brauche eigentlich nur ein Schiff. Und das muss hier hin. Du musst mal hier hin. Oh, die armen Engländer. Müssen wir denen jetzt erstmal hier helfen, ne? Muss man gerade hier ein bisschen die Truppen umstellen. Ich habe auch keine Ahnung, was die aschuranischen Nationalisten jetzt noch wollen. Also die laufen ja wahrscheinlich wegen Äthiopien da durch, ne? Könnte ich mir zumindest hier mal vorstellen. Bist schon drauf? Jetzt ja. So, dann hau mir da mal bitte den besten General rein, den wir haben. Weißt du was, ich glaube, das langt sogar schon. Du kannst eigentlich direkt wieder hier darüber laufen. Wir müssen uns eher um Anhalt kümmern, weil ich glaube, den da oben, den packen wir. So. Ich sehe hier mal jedenfalls... keine tunesischen Truppen. Deswegen versuche ich jetzt hier alles zu belagern. Einfach nur, damit wir die Tunesier so richtig schön abfacken können. Ich würde lieber das Elsass beeinflussen. Weil das Elsass ist nicht so gefährlich wie Köln. Dich brauche ich eigentlich nicht zu beeinflussen, weil du wirst von mir Provinzen zurückkriegen und das wirst du viel, viel besser finden als alles andere, was man hier so beeinflussen kann, ne? Okay, und dann machen wir jetzt mal wieder unseren Diplomaten in die erzürnten Nationen. Da gucke ich gar nicht hin, ich will es gar nicht sehen, was da passiert. Muss man hier nochmal gerade gucken. Palästina nach wie vor eigentlich gar nicht so schlecht, um da einen Staat rauszumachen, ne? Das ist alles katholisch, gehört alles uns. Hat über 40 Entwicklungen. Sollen wir das mal probieren?
Das heißt, wir könnten dann irgendwann Syrisch akzeptieren, ne? Wie viele Staaten kann ich denn noch machen? Ich kann noch 4 Staaten machen. Okay, ich kann sie nicht zu Kors machen. Ah, ich kann aber mal gucken, was es so insgesamt kostet, ne? Moment, das muss ich mal gerade überschlagen. 40, 70, 76, 77, 100 Pound, 50, 100 Pound, 90, also roundabout 200. Ich klicke die ganze Zeit hier falsch. Und dann unstate das mal bitte noch gerade. Boah, nice, ey. Fast nichts verloren. Das ist so cool, dass Tunesien es geschafft hat, hier tatsächlich Iskenderun, also Alexandria, zu erobern. So kommen wir nämlich in die günstige Situation, alles andere drumherum belagern zu können. Und ihn küsst die Wohlfahrt. Er wird da wahrscheinlich noch hier Jufra und Fesan wird er wahrscheinlich noch erobern wollen. Aber das ist nicht wichtig. Nicht so wichtig. Ich kann ja ruhig haben von mir aus die Provinzen. So, und weil das Thronanwärter-Rebellen sind, muss ich dich hier drüben vipen. Ne? Und ich brauche das Transportschiff nicht mehr da unten. Du kannst ruhig hier hochkommen zu den anderen. Irgendwie, was ich nicht so checke, ist jetzt hier gerade, ist es mit meinem Armee- und Flottenlimit und so. Das verändert sich ja echt irgendwie stündlich, ne? Oh, Engler, 40% Freiheitsstreben, warum? Relative Stärke. Ah, Technologiestufe, ne? Das ist ein wichtiger Punkt, in der Tat. Okay. Ich habe auch wieder eine freie diplomatische Beziehung. Wir müssen mal gucken, was wir damit am besten machen. Ja, alles Habsburger hier auf dem Thron, ne? Habe ich hier schon eine Staatsehe mit dir gemacht? Ja, ne? Ja. Wen haben wir noch so? Norwegen, Merkurien, Sonnenbau und Schlesien. Was du für Rivalen? Pommern, Dänemark, Moskau. Ich glaube, es wäre ja auch mal wieder gar nicht so schlecht, unser schwedisches Bündnis hier zu beleben. Gibt's irgendjemanden, der dich noch doof findet? Außer den Mamelucken. Persien ist pleite, ist kein guter Verbündeter. Bei Bukhara würde ich mal jetzt behaupten, die sind da relativ obstinat, wenn es darum geht. Die sind relativ obstinat, wenn es darum geht, die Osmanen anzugreifen. Äthiopien hätte da, glaube ich, schon eher Interesse dran. Die Hedschas? Weiß ich nicht. Da kommt wahrscheinlich bald nur das Bündnis mit den Osmanen. So viel vielleicht tatsächlich wirklich noch Schweden. Eine Staatsehe mit Schweden. Kann eigentlich nicht schaden. Ansonsten Neapel wegen der PU. Die haben dummerweise wieder einen Erben. Ah, komm, wir machen keine halben Sachen. Wir nehmen mal die Schweden. Und weg sind sie. Du wartest mal noch gerade da hinten. Während du jetzt bitte erstmal... Mit wem bist du alliiert? Mit Braunschweig und Nürnberg. Reicht mir das aber eigentlich... Wenn du erstmal hierhin umziehst. Und wir gönnen uns mal hier gerade den Heiligen Krieg. Mit der Regenerationskraft der Mannstärke. Auslöschung der Ketzereikriegsgrund gegen Ravensburg. Du bist doch ein Sackgesicht, ey.
Ah, nee, warte mal, du bist kein Reißschwert. Puh, Schwein gehabt. Aber ich habe bestimmt noch einen Waffenstillstand mit dir, oder? Pack mir da mal einen General rein. Habe ich einen Waffenstillstand mit dir? Nee, sehr gut. Du bist halt nur mit dem Elsass verbündet. Aber weißt du was, dann bist du direkt mal dran. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Haben die Toleranzideen oder sowas? Nee, haben sie nicht. Also beziehungsweise, das heißt ja dann hier humanistische Ideen, ne? So, ich brauche auch hier wieder Manöverpunkte, damit das nicht so lange dauert. Guck mal da, der haut das schon ab, ne? Dann machen wir hier mal dicht. Warum läuft er eigentlich hier bei mir ins Territorium rein? Mit wem ist das Elsass verbündet? Ne, Werpfalz, Ravenburg, Dithmarschen. Das sind aber keine Protestanten. Tja, keine Ahnung, warum der da durchlaufen kann. Vielleicht, weil gerade Krieg ist. So, dann läufst du mal gerade hier in den Rundumschlag bitte rein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo brauche ich meine Flotte als nächstes wieder? Jaul, Fragezeichen. Magdeburg, Pfalz und Memmingen. Gut, dann laufen wir da auch mal gerade hin. Oh, wir werden angegriffen. Oh. Und weg ist er. Dann halbieren wir den gerade einmal. Dann ändern wir das mal schnell. Oh, mein Diplomat ist gestorben. Schade, der war echt gut. Ich nehme den anderen wieder. Nee, warte. Du kannst tatsächlich darunter laufen, weil du gehst ja hierhin zum Belagern. Schwupps, weg ist der. Ich brauche diesen fucking ewigen Landfrieden. Sagen wir mal, sehen wir es positiv. Es bringt uns halt einen Haufen Armeetradition ein.
wir nehmen die Verteidigungsfähigkeit, warum auch nicht, ne? Ach du Scheiße. Warte mal, wie diplomatische Beleidigung? Achso, dann ist das ist mir egal. Beleidigen lasse ich mich gerne. Bin also quasi der. Jetzt mal hier nicht, das ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Aber so in Anlehnung an Volker Pispers, ich bin der Gerhard Schröder von Europa Universalis 4. Das hatte Volker Pispers damals über Gerhard Schröder gesagt, weil der als Medienkanzler so, oder weil er in seinen Augen einer der ersten richtigen Medienkanzler gewesen ist, der also genau wusste, wie man mediale Aufmerksamkeit nutzt und so. Pass auf, du läufst mal. Warum kann ich da denn jetzt nicht lang? Das muss wohl an einer Festung liegen. Okay. Ich muss mich dann doch nochmal ein bisschen umorientieren, weil dann greife ich Salzburg natürlich nicht an. Das ist ja Schwachsinn. So eine Riesenkoalition oder was? Ist ja keine Koalition, ist eine Handelsliga, ne? Das jetzt loszutreten, ist ja alles Schwachsinn. Das dürfen die ruhig machen. Aber das ist, man merkt auch wieder hier schon ganz gut. Ey, du bist so dumm. Was sind das für Missionen? Gib mir mal andere Missionen. Oh, Byzanz kommt. Oh, wow, 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 wow. Achtung, Achtung, Byzanz ist on the run hier. Perfekt. Das reicht mir eigentlich schon. Und jetzt kannst du ja eigentlich auch hier hinlaufen. Assi. Lüneburg annektiert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut. Muss man ja immer wieder mal durchzählen, ne? England, ey. Gut, viele Truppen, ne? Ja, wir müssen gucken, dass die AE runtertickt. Das ist noch heftig. 1, 2. Wir würden momentan nicht gewählt werden. Weil der Krieg, den wir da hatten, auch wieder das Ganze so ein bisschen runtergezogen hat, ne? Beeinflusst die mal. So, wer ist noch mit dir, alliiert Braunschweig? Lauf mal noch nach Ingolstadt. Reichsbefreiung. So, Nürnberg, mit wem bist du alliiert? Ich muss ja noch gucken, dass ich hier möglichst viele Bahnen, Memmingen und Anhalt leider nicht zielführend. Braunschweig mit Mainz, Mecklenburg, Oldenburg und Verden. Also hier keine. Hier ist dann kein. Hier besteht kein Interesse, zusätzliche Kriegsparteien reinzurufen. Irgendwie so müsste das doch hinhauen.
Gut. Jetzt warte ich hier, bis Tunesien sich Jufra geholt hat. Wahrscheinlich ist es auch nur Jufra. Und dann können wir mal Kurien mal den Krieg erklären und uns von denen auch noch so ein paar Billo-Provinzen holen. Oh, der Papst hat Mailand exkommuniziert. Oh, und wir greifen dich gerade an, Braunschweig. Das ist ja auch mal schön. Ungarn hilft erstmal hier der Schweiz. Warum machen die das nicht? Wann habe ich dich denn mal gezwungen, Gebiet zurückzugeben? Ach, warte mal, das war Montferrat oder irgendwie sowas, ne? Nee, das war Parma. Bruch der Waffenruhe? Nein, halt die Fresse. Ich habe 8 Jahre Waffenstillstand mit denen. Oh, da muss ich dem aber viel Geld abgenommen haben. Lieber Mann, ey, hier im Reich geht's gerade rund, ey. Mega ätzend. Aha, wir würden bald gewählt werden. Also, um genau zu sein, jetzt würden wir wieder gewählt werden. Okay. Ja, wir müssen wieder 2 Reichsmitglieder entlassen, damit wir da mehr Punkte bekommen. Dann hol dir mal Iskenderun, du Nase. Oh nein, wollen sie nicht. Sie wollen wahrscheinlich hier die Hauptstadt. Byzanz. Hier will man mal keinen Schwerpunkt, das müsste. Genau, dann schließt er sich uns nämlich an. Hol dir mal erst die andere Festung, Rebelle. Der Rebel Rebel. Der sollte sich mal gerade die andere Festung holen. Ist es? Der hat ja nur Kors. Ne, er hat nicht nur Kors. Es muss Piemont sein, ne? Ich check mal gerade, wie lange diese Kriegsgründe hier gelten. Ne, okay, gut, laut EU4-Wiki hält er 10 Jahre. Das reicht mir. Bis dahin ist auch unser bis dahin ist auch unser Waffenstillstand abgelaufen. Warte mal, gibt's Münster noch? Münster gibt es noch. Dann brauche ich den von Oldenburg. Von Oldenburg brauche ich nicht Land zurückfordern.
Besetzt durch Hessen. Was ist denn das hier? Boah, Alter, du hast eh so viel Probleme gerade. Das wäre also Münster selbst, ne? Ja. Gut, aber die Kernprovinzrückgabe, die können wir immer noch fordern. Tatsache, die haben uns angegriffen. Oh, 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 Kirchenstaat, das ist nicht gut. Und der Oman ist unabhängig. Ha! Oh ja, meine Stände wollen ja mehr Mitsprache, ne? Muss ich ja noch machen. Der Adel will noch was mit, Rekrutenreserve. Es wäre schade, ihm Linz zu geben oder geben zu müssen. Aber wir könnten ja tauschen. Wir könnten ja auch was tauschen. Aber ich kann dir das Breisgau geben. Breisgau ist okay. Und dann gehe ich nämlich hin und dann nehme ich. Dann nehme ich dir Krain nochmal weg. Weil das bringt halt eher Steuern, ne? Und gib dir dafür die Ostmark. Und du kriegst Krain. Weil das bringt eher Steuern. So will ich das mal machen. Welche Modifikatoren sind da drin? Minus 10, gewährte Monopole. Das gleicht sich also aus. Das Handelseinkommen, Handelszentrum, Stadt mit 30 Entwicklung. Das ist ein paar und 50 eigentlich. Hä? Moment mal, aber dann stimmt das doch mit diesen 37% überhaupt nicht. 10% Grundlage, 22 sind 32. Ah ne, Moment, ja, 32. 42. Dann gehen nochmal 5 runter, 35. Und ja, doch, ja, ungefähr, ne? Ja, das Problem ist, es wird gar nicht so viel zusätzlich bringen, ne? Bei den Bürgern. Wir würden ja bei den Bürgern. Also, das macht man ja typischerweise, um Handelseinfluss irgendwie zu erobern. Zu erhöhen. Nicht zu erobern, zu erhöhen. Und Produktion zu steigern. Regensburg wäre so eine Möglichkeit, aber Regensburg ist kein Staat. Wir könnten mal hier gucken, ne? Die haben ja auch alle noch, ja, das kann ich dir nicht geben, also, oder das will ich dir nicht geben, das macht man nicht. Weil da die Autonomie auf die Goldproduktion tatsächlich drauf zählt. Prag, aber Prag ist sehr, sehr hoch entwickelt. Erz ist eine gute. Ist auch sehr hoch entwickelt mit 30. Die Loyalität nur um 5% steigern. Und den Landbesitz auf 21,2 erhöhen. Der Einfluss bleibt dann bei 46. Wir probieren es mal. Das macht das Ganze ein bisschen besser.
So, Minister rekrutiere ich bei dir jetzt erstmal nicht mehr. Gesandten zum Papst schicken brauche ich auch nicht. Ich werde gleich so viele Provinzen konvertieren, da reicht mir das. Jetzt können wir uns erstmal daran machen zu gucken. Ich meine, Nürnberg kriege ich nicht. Nürnberg kriege ich nicht. Ich pack mir da mal die Kanonen rein. Und einen mit Belagerungspunkten, bitte. So, Braunschweig selbst haben wir schon mal. So, haben wir noch die Möglichkeit, hier irgendwo Beute zu machen? Ja, da oben. In Wittenberg können wir noch Beute machen. Belag es bitte mal da drüben weiter. Wir sind sonst noch mit Bremen im Krieg. Ich weiß nicht, ich will Nürnberg jetzt auch nicht unbedingt sofort arm machen. Wir gucken mal lieber eher, ob wir das hier schaffen in Sachsen und... Okay, entlassen mal Thüringen und entlassen mal Sachsen. Ja, dann bist du weg, ne? Das ist auch scheiße. Ich habe keinen Kriegsgrund dir gegenüber. Das ist aber stupid. Ah, ich habe so eine Ahnung, wer da gestorben ist. Ah, nee, doch nicht. Doch, mein Vierer-Belagerungstyp ist gestorben. Oh. Ja. Okay, 1040. Bei 74 Armee-Tradition. Sicherlich ein plausibler Wert. Ich beneide Marvin immer. Der würfelt einfach mal ordentliche Generäle, wenn er mal einen will. Okay, 224. Das ist für meine Verhältnisse schon fantastisch. Schau mal, gerade ist das... Ja, nee, ich brauche jetzt hier erstmal den. Ja, komm du mal bitte aus Nevers zurück. Okay, Sachsen ist weg. Ah, nee, brauchen wir gar nicht mehr. Brauchen wir gar nicht mehr. Brauchen wir alles gar nicht. So. Wenn ich schon mal die fordere. So, die würde ich quasi, die würde ich fordern. Die würde ich, glaube ich, fordern. Und das andere interessiert mich eigentlich nicht so. Das ist zu teuer zum Koren. Ja, das kostet 334. Mach das mal weg. Mach Rashid auch mal weg. 217 Admin. Easy going. Na, die Kohle nehmen wir noch und die Kriegsreparation auch noch. Obwohl, doch, ich könnte noch.
Ich sollte vielleicht sogar Rashid mitnehmen. Denn dann sind die komplett eingekesselt hier und dann werden die Osmanen können dann auch keinen Anspruch mehr auf dich fingieren. Es wäre aber sicherlich auch ganz nett, wenn man hier alles erobern könnte. So, die lassen wir erstmal drin. Genau, die lassen wir jetzt erstmal drin. Vielleicht, also hier unten noch so ein Handelshafen. Wir könnten halt nach Venedig hochsteuern. Was vielleicht jetzt nicht so schlecht ist, ne? Aber ja, ist vielleicht auch nicht so entscheidend. Okay, wir bringen hier nur gerade unsere Truppen schon mal in Stellung. Was haben wir denn hier überhaupt? Pass auf, schicken wir den mal zum Erz. Die nur mit rein. Das ist so doof, dass das dann resettet wird und man sieht das nicht. Da müsste echt so eine Warnung kommen eigentlich. So, jetzt haben wir da 6. Die anderen schicken wir gerade hier hoch. Falsche Armee da hochgeschickt. Aus irgendeinem Grund. Zwölf für 6, 12 für 5, 12, 3, 7, 12, 5 irgendwas. Dann nimmst du erstmal hier noch so ein Hotelhü mit darüber. Weil die Armee hier müssen wir ein bisschen umstrukturieren. Machst mal 2 Kanonen da rein. Machst auch noch eine Kanone hier rein. Dann ist die Armee hier zwar nicht mehr ganz so riesig. Aber es muss schon immer so eine. Es muss sich immer schon so decken. Muss ich immer schon so ein bisschen decken von der Frontbreite her. So, Nürnberg ist raus. Oha. So, wir haben die Hauptstadt besetzt. Dann lösen wir mal ein paar Söldner hier auf. Dann haben wir noch 10 Regimenter und warten mal hier in Fayum. Verbündete von den Osmanen sind für mich auch mal wichtige Nationen. Die markieren wir uns auch mal direkt. Wir sind ganz knapp drüber über dem Truppenlimit. Festung können wir alle einmotten erstmal. Hier vielleicht nicht in Ostfriesland. Also bitte Thüringen und Sachsen entlassen. Ist insofern doof, weil du dann aufhörst zu existieren. Wollen wir noch was mit dem Prestige machen? Wie zum Beispiel mal gerade hier so ein bisschen... Ach, das geht ja hier gar nicht.
Wir können den Thronfolger noch absetzen mit 4-2-3. Aber der gibt einen Disziplinbonus, der ist 39, der wird relativ schnell sterben. Das gibt dann auch wieder einen Bonus auf die Reichsautorität, das ist halt auch wieder gut. Nö, da geht nicht mehr. Ich finde, für sowas müsste man Reichsautorität bekommen. Stopp! Warum in Herrgotts Namen? Warum bitte in Herrgotts Namen? Hat er nur Sachsen und nicht Thüringen entlassen? Das verstehe ich nicht. Okay, dann müssen wir das anders machen. Was, das ist natürlich jetzt Schwachsinn, ne? Moment mal kurz. So, sorry. Ja, gut, aber das ist halt kacke. Jetzt muss ich einen Grund auf, jetzt muss ich einen Grund auf die fingieren. Also wirklich, ne? Naja, dann ist das halt so. Stände, bla bla bla. Ja, das hat sich ja nicht geändert, ne? Check nochmal Kriegsgründe. Kirchenstaat. Oh ja, darf ich nicht vergessen. Im August, das ist sogar nächsten Monat, dann läuft er aus. Komische Kriege da oben. Da sind die Neapolitaner mit dabei. Genua macht nicht mit, okay. Werden Frankfurt, kriege ich Frankfurt noch raus, wenn Neapel mitmacht, finde ich das eigentlich gut. Achso, stopp, nee, das wird nicht anders machbar sein. Das wird nicht anders machbar sein. Neapel hat eine große Flotte. Da sind wir mal vorsichtig. Dann ist es auch in meinen Augen gerechtfertigt, hier mal zu sagen, für 2 Jahre holen wir uns, obwohl, ne, brauchen wir nicht. Wir machen so viel Geld gerade. Wenn man alleine 4 Kröten durch die Kriegsrevolution, Nürnberg, Oldenburg, Braunschweig, Lothringen, Schottland, Frankreich noch für 6 Jahre, boah, Hammer. Hammer. Ja, also dann, wir drehen mal gerade um. Nein, bitte so rum, über Wien. Die anderen warten. Oh. Und du hast gerade keine Verbündeten. Lauf doch mal mit der Armee da hoch. Nein, bitte lauf. Lauf doch durch Sachsen. Warum willst du nicht durchs wunderschöne Sachsen laufen? Jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, danke. Aha. So, das gucken wir gleich. Lauf du dann bitte hier hin. Du bist schon auf dem Weg darunter. Super. Dann kannst du ja schon mal hier hochlaufen. Was trittst du jetzt ab? Ja, Jufrau und Fesan, ne? Verzichtet auf Ansprüche und so weiter. Super, super. Passt mir eigentlich ganz gut in den Kram. Ach, guck mal, und die Garnison, die schwenkt direkt wieder um. Dann ist das mal so. Yes. So, dann fahren wir mal aufs Meer hinaus.
Ah ja, guck mal, da gezwungen die Allianz aufzulösen. Das wird jetzt ekelhaft, glaube ich. Diese Flotten platt zu machen. Ja, du bist exiliert, das macht aber nichts. Bulgarien ist unabhängig. Sweet. Den müssen wir auch noch den Krieg erklären. Wow. Funky times are coming. So vielleicht. Wir können sie auch komplett annektieren. Hedjas, Tunesien, Nasht. Ja, das macht mir aber eigentlich nichts. Das macht mir eigentlich nichts. Ja, Geld hast du ja nicht mehr, ne? Kann ich nur zwingen, auf den Anspruch von irgendwas hier zu verzichten. Das ist aber auch nicht so sinnig. Ich kann dich auch vasalisieren. Ist aber auch nicht so sinnig. Die werden das sicherlich auch noch ändern wollen. Ja. Frage ist, ob wir jetzt den Krieg gegen Bulgarien direkt eröffnen sollen. Wir haben ja momentan die finanziellen Kapazitäten, um da noch mehr machen zu können, ne? Aber ich würde sagen, komm, wir machen den gegen die Mamelucken hier unten fertig. Und wir können das irgendwie hier, wir machen das so, glaube ich. Genau, dann gibt es auch nicht so eine Riesenkoalition. Und ich habe meine Machtpunkte sinnvoll hier genutzt. Und das Geld brauche ich nicht. Sondern ich ziehe hier lieber die Option, dass du noch deine Ansprüche bei mir aufgibst. Das ist immer ein bisschen praktischer. Joa. Dann zahlen Sie mir bitte noch Kriegsreparationen. Ach komm, hier, das bisschen Geld nehmen wir noch mit. Das fände ich gar nicht so doof, ne? Komm hier. Jetzt löse ich dich mal hier auf. Boah, und das konvertieren wir relativ flott dann, ne? Machen wir aber später. Machen wir später. Sieht witzig aus, ne? Hier machen wir bitte mal die Festung an. Ja, die in Alexandria lassen wir bitte auch.
Weil da wird das auf jeden Fall noch eine Revolte geben. Verringert die Überdehnung. Ja, das ist immer gut. Dann können wir, glaube ich, nämlich schon mit der Annexion von... Wenn wir die Mission fertig haben, können wir mit der Annexion von Byzanz anfangen. Hm. Byzanz hat zwar noch Ansprüche, aber die haben keine Cores mehr, die wir hier retournieren können. Das ist insofern uninteressant. Und wir haben dann aber schon... wir sind dann relativ nah an unserer... Nee, ich glaube, wir haben dann schon eine gültige Brücke hier, so dass wir hier Provinzen dann dem Reich hinzufügen können, was sehr, sehr sinnvoll sein wird, um diesen ewigen Landfrieden möglichst früh zu sichern, dass wir hier nicht mehr im Reich so viele Kriege führen müssen. Das finde ich auch sehr, 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 sehr wichtig. Okay, gut. Ja, was müssen wir jetzt erstmal machen? Erstmal hier eine ordentliche Armee hinstellen und gucken... wo Neapel und der Papst rumlaufen. Und dann machen wir uns mal schnell hier so eine kleine Söldnervorlage. Schubsen die mal hier zusammen. Und dann erklären wir nämlich gleich noch Bulgarien den Krieg. Grundstein Preisgau, Autonomie, Grundstein Wien, alle verliert Loyalität. Oder für wie viele Jahre? Für 20 Jahre minus 10% Moral der Armee. Hm, ist klar. Und der Adel gewinnt Loyalität. Hm. Es fällt natürlich dann genau in die Zeit rein, wo ich dann Krieg gegen die Osmanen führen will, ne? Ja, gut, ne, machen wir. Komm, geht nicht anders in meinen Augen. Alles andere ist zu heftig. Frankreich ist nicht länger ein gültiger Rivale für Österreich. Oha. Und das Schlimmste ist, es gibt noch zwei gültige Rivalen, nämlich Kastilien und Polen-Litauen. Mit denen habe ich eine Staatsregierung, mit denen habe ich ein Bündnis. Ekelhaft. Ekelhaft, definitiv ekelhaft. Okay. Nein. Dann bitte hier. Du ready da oben? Alles klar. Einmal plätten da drüben, bitte. Okay, dann. Dir muss ich den Krieg erklären. Tunesien hat Frankreich rivalisiert. Das war es wert, da mal auf den möglichen Fortschrittsmodifikator zu warten. Wir warten mal auf jeden Fall hier. Ja. Ein bisschen mache ich noch. Wir haben die erste Stunde schon voll. Ein bisschen mache ich noch. Oh, super. Warum bist du exiliert? Ich gebe dir mal den Bewegungsbefehl. Das müsste nämlich hinhauen, ne?
Weiß halt nur nicht, ob, ich kann jetzt gerade nur schlecht sagen, ob Neapel so schnell Ancona hier aufgeben wird. Kannst du ruhig einen General nehmen, der nicht so prall ist. Ja, die geben die Belagerung auf. Köln tritt Köln an Trier ab. Aha. Kriegsandrohung akzeptiert. Dänemark tritt Gotland an Schweden ab. Wir haben einen Überquerungsmanus gekriegt. Schade. Sind aber, obwohl wir den schlechteren, oder obwohl wir diesen Moral-Nachteil momentan haben, stehen wir hier eigentlich noch ganz gut da. Also klar, dass es noch rechtzeitig hinhaut, das ist ganz häufig der Fall, wenn ich hier spiele. Da ist Neapel auch schon wieder raus aus der Nummer. Ja. So, jetzt kommt noch ein Krieg. Wir können also hier Eroberung von Skopje nehmen, aber ich nehme lieber die Auslöschung der Ketzerei. Weil dann sie mich nichts kostet. Dann kannst du direkt mal hier nach Tarnovo laufen. Und haut der Papst auch schon wieder ab. Bleib du mal hier stehen. Und genau, du holst mal die Provinz. Trinken wir noch das Käffchen zu Ende. Es kostet nur 21 und wir haben 22 Kriegsstand. Naja, okay, gut. Wird er noch annehmen? Kriege ich hier einen rausgeboxt? Nee. Ist quasi schon, was wir haben, ist quasi schon der 30-jährige Krieg, nur halt irgendwie ohne. Nur irgendwie so ohne ohne Koalition oder so, ne? Also auch schon so ein bisschen wieder der deutsche Krieg, ne? Oh nein, Ferdinand hat die Niederlausitz besetzt. Witzig, ich komme jetzt nicht mal mehr in meine eigene Provinz rein. Na, dann plündern wir hier einfach mal ein bisschen. Brandenburg tritt Wismar an Lübeck ab. Bin ja jetzt nicht so begeistert von Lübeck. Also bitte wieder zurückgeben. Und wie die halt einen sofort so abgrundtief hassen, ne? Ich meine, warum machen die halt auch so einen Mist? Ich bin nur der Kaiser. Mit mir kann man doch nicht hier einfach irgendeinen Mist fabrizieren. 34% Kriegsschaden. Komm hier, ich schlag dir das mal vor. Ist eigentlich ein Unding, wenn die das jetzt schon ablehnen, ne? So, ich weiß, was du vorhast, aber da spiele ich nicht mit. Das kannst du alleine machen. Ja, du kannst ja mal versuchen. Oh nein, meine Küste wurde überfallen. Ah, ich weiß, was er sich holt. Okay.